So, hallo, wieder bei der Subtraktion. Du hast ja in den letzten zwei Videos schon gelernt, wie du die Subtraktion gut vonstatten bekommst. Du solltest jetzt eigentlich schon in der Lage sein, jede Zahl abziehen zu können. Wir machen einfach nochmal unser Beispiel und schauen uns nochmal an, wie du grundsätzlich sowas rechnen kannst. Also du kannst natürlich deine Äpfel zeichnen, kein Problem. Du kannst aber auch einen Zahlenstrahl benutzen. Den wollen wir nochmal aufzeichnen. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 und so weiter. Das geht ja dann noch immer weiter. Und dann kannst du dann hier bei der 16 anfangen. Und jetzt zählst du jeweils 1 nach links, nämlich 4, 1, 2, 3, 4 und landest bei der 12, also 16. Minus 4 ist 12, ist im Übrigen genau andersrum wie bei der Addition. Also da gehst du dann nach rechts immer einen Schritt weiter hoch. Eine andere Möglichkeit, um nicht immer Zahlenstrahl aufmalen zu müssen oder Äpfel zu zählen, ist, wenn du das nochmal ein bisschen systematischer dir vorstellst. Und zwar folgendermaßen. Also schreiben wir nochmal unsere Aufgabe auf. 16 minus 4. Und jetzt wollen wir das einfach mal in Spalten unterteilen bei der Addition und bei der Multiplikation haben wir das ja auch schon oft gemacht. Und das hier ganz rechts ist die Einerspalte. Also 6 und 4 stehen in der Einerspalte und das hier steht in der, die 1 steht in der Zehnerspalte, weil du kannst nämlich die 16 auch so schreiben. Du kannst schreiben, 16 ist auch eigentlich genau das gleiche wie 10 plus 6. Und da siehst du schon, aha, nehmen wir mal an, das wären jetzt 10 € Scheine und hier 1 € Schein, da hättest du hier 6 mal diese, jetzt muss ich jetzt eigentlich lieber so, Entschuldigung, kleine Euro-Münzen, 6 € Münzen und hier hast du einen 10 € Schein. Also 10 € plus 6 ist auch 16. Also ein Zehner hast du und 6 Einer. Und so kannst du das auch immer schön übereinander in Spalten zusammenrechnen. Und wenn du hier jetzt die Spalten einzeln miteinander voneinander abziehst, ziehst du einfach 4, 6 minus 4 ab. Also 4 oder andersrum gesagt, 4 plus wie viel ist 6? Und das ist 2. Und hier ist dann 1 minus nichts, da können wir einfach die 1 runterschreiben. So, das ist also auch 12, ist ja auch richtig, sollte auch das gleiche geben. Machen wir einfach noch das nächste Beispiel, dann wird es noch klarer. Und zwar nehmen wir 78 minus 37. Jetzt habe ich hier wieder ein bisschen geschludert, sorry. Und okay, 78 minus 37. Also hier könnte ich auch wieder unsere Spalten nehmen. Nämlich die Einerspalte zuerst, 8 minus 7. Das könntest du auch wieder am Zahlenstrahl machen. Das weißt du aber, das ist 1. Dann schreibe ich die 1 hier unten drunter. Und 7 minus 3. 7 minus 3 ist, genau, das weißt du auch, 4. 4 und im Endeffekt hast du hier gerechnet, 7 Zehner minus 3 Zehner sind 4 Zehner. Deshalb kommt die 4 auch hier in die Zehnerspalte. Aber wenn du einfach die Spalten übereinander immer sauber schreibst, kommst du da gar nicht in Verwirrung. Das ist also eigentlich ganz leicht. Machen wir noch eine Beispielaufgabe. So, jetzt nehmen wir die 95 minus 31. So genau, auch da machen wir wieder das Gleiche. Wir schauen uns wieder die Zahlen, die direkt übereinander in der Spalte stehen. In der einen Spalte 5 minus 1, das ist 4. Und 9 minus 3 ist 6. Hast du also als Ergebnis 95 minus 31, 64. Ist eigentlich ganz einfach, sagst du jetzt vielleicht. Ist es das schon? Wird die Subtraktion nie schwieriger und es gibt leider noch eine Kleinigkeit, da wird es ein bisschen kniffliger. Die machen wir jetzt, solche andere Aufgaben. Also die gingen jetzt alle schön zu rechnen und jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht noch was Schwierigeres finden. Und ich habe da so eine
kleine Vorahnung. Also nächste Aufgabe, 22 minus 17. So, und jetzt gehst du einfach wieder nach deiner bewährten Methode vor, 2 minus 7. Und dann merkst du plötzlich, oh, das geht ja gar nicht. Die 7 passt ja gar nicht in die 2 rein. 7 ist ja größer als die 2. Wie will ich denn das voneinander abziehen? Da bleibt ja gar nichts mehr übrig. Genau, und da müssten wir jetzt dann auch in negative Zahlen gehen und so weiter. Und das wollen wir jetzt noch gar nicht. Wir wollen jetzt einfach nur voneinander abziehen. Du siehst aber, die 17 ist insgesamt schon kleiner als die 22. Also müsste das doch eigentlich reinpassen. Was wir jetzt machen, ist ein kleiner Trick. Wir schreiben unsere Zahlen wieder in 10er und 1er erstmal auf. Also zuerst nehmen wir die 22 und schreiben, das ist das gleiche wie 20 plus 2. Und die 17 ist das gleiche wie 10 plus 7. So, und jetzt den Trick, den du machen kannst, ist, wir leihen uns einfach was aus. Nämlich, die 7 ist zu groß für die 2 und da müssen wir der 2 irgendwas Gutes tun, dass wir von ihr 7 abziehen können. Und was wir machen, wir leihen einfach einen 10er aus von der 20. Also wir leihen hier einen 10er aus und sagen, okay, da sind jetzt nicht mehr 20 drin, da sind jetzt nur noch 10 drin und ein 10er wandert hier rüber und wird zu der 2 hinzugezählt. Das heißt, dann haben wir hier plötzlich 12 anstatt 2. So, und jetzt kannst du das natürlich auch toll rechnen. Jetzt kannst du 12 minus 7 rechnen und das ist 5 und 10 minus 10 ist 0. Da bleibt nichts übrig. Das könnten wir hier drüben genauso machen. Also wir können das anstatt mit 20 und 10 einfach in der jeweiligen Spalte rechnen. Also die 2 steht da in der Zweierspalte. Das heißt, aus der 2 machen wir eine 1. Das ist jetzt Entschuldigung, nicht in der Zweierspalte, sondern in der Zehnerspalte. Da war ich jetzt kurz verwirrt. Und von den zwei Zehnern nehmen wir einen Zehner weg, bleibt nur noch einer übrig. Und hier fügen wir einen Zehner hinzu. Das heißt, aus der 2 wird dann eine 12. Und dann kommt hier raus, 12 minus 7 ist 5 und 1 minus 1 ist 0. Bleibt also das Ergebnis 5. Passt. Wunderbar. Und genau diese Beispiele wollen wir jetzt noch ein paar Mal wiederholen, dass du da drin Übung bekommst. Also nehmen wir als nächste Aufgabe die 703 minus 67. Dieses Ausleihen oder Anleihen oder geliehen nennt man übrigens entbündeln. Jetzt machen wir aber einfach noch mal ein paar Beispiele. Die 703 schreiben wir jetzt erstmal wieder entbündeln wir quasi ein bisschen auf und aus der 703 gibt es eine 700 plus 0 Zehner plus 3 Einer. Und die 67 können wir aufteilen in 60, also 6 Zehner und 7 Einer. Genau. So, und jetzt wollten wir ja gerade eben erstmal 3 minus 7 rechnen. Ging nicht. Da bleiben wir schon hängen. Das heißt, wir müssen hier irgendwie der 3 was Gutes tun und die 3 muss sich von irgendwo was ausleihen. Die kann sich aber nichts von der 0 ausleihen, da steht nämlich nichts. Und die müsste sich jetzt schon von weiter vorne was ausleihen. Deshalb lass uns doch mal die 700 aufteilen, indem wir von der 700 einen 100er wegnehmen. Dann bleibt hier 600 übrig. Und diese 100, die da rauskommt, wird verteilt in 90 auf den 10er und 10 auf den 1er. Und dann bleibt hier 13 übrig. Und dann schreibt es mal hier oben drüber. Das heißt, hier haben wir 600er, 9 10er und 13. Und wenn wir das jetzt voneinander abziehen, 13 minus 7 ist 6, 9 minus 6 ist 3 und 6 minus nix ist auch 6. Gut. Die gleiche Aufgabe machen wir jetzt nochmal andersrum. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, darüber nachzudenken und es zu rechnen. Die will ich dir alle zeigen. Dann suchst du dir einfach die Art und Weise raus, die am besten für dich funktioniert. Und ich hoffe, du findest da eine gute Methode. Also, nochmal die 703 minus
67. So, jetzt könnten wir auch einfach wir haben ja hier oben von rechts nach links quasi geschaut. Wir haben zuerst die rechte einer Spalte miteinander subtrahiert, ging aber nicht und haben dann entsprechend ausgeliehen von den benachbarten Ziffern. Wir versuchen das jetzt mal andersrum zu machen. Wenn wir von links nach rechts schauen wir uns erstmal an. Die 7 minus 0 würde auf jeden Fall gehen. Das wäre also okay. Dann die 0 minus 6 ist nicht okay. Das funktioniert schon mal nicht. Das heißt, hier können wir einfach schon mal 1 von der 7 ausleihen. Und aus der 7 wird dann hier eine 6. Und aus der 0 wird dann eine 9. Eine 10 natürlich, Entschuldigung. Also. sorry, da habe ich auf meine Notizen geschaut und war schon eins weiter. Also, du leihst dir einen Zehner eigentlich ist es ja ein Hunderter, du leihst dir einen Hunderter von der 7 aus, dann bleibt hier 6 übrig und hier hast du 10 Zehner oder einen Hunderter jetzt drin stehen. So, und 10 minus 6 würde jetzt funktionieren. Und die letzte Stelle, 3 minus 7, funktioniert aber schon wieder nicht. Das heißt, da müssen wir uns jetzt nochmal eins ausleihen. Die 3 leiht sich jetzt noch einen Zehner, bleibt hier 9 übrig, von der 10 aus und wird dann hier zur 13. Und jetzt kann ich auch 13 minus 7 rechnen. Und das Ergebnis haben wir dann 13 minus 7 ist 6 und 9 minus 3, minus 6 ist 3 und 6 minus nichts ist nochmal 6, kommt also das gleiche Ergebnis hier nochmal raus und stimmt somit. Passt also wunderbar. Noch ein Beispiel wollen wir rechnen und ich hoffe, ich schaffe das noch in 3 Minuten. Also, die 953 minus 754. Wow, das sind jetzt ganz große Zahlen. Jetzt lass uns wieder von rechts nach links schauen. 4 minus 3 geht schon mal nicht. Muss ich mir also was ausleihen? 5 minus 5 geht auch nicht. Also, Entschuldigung, 3 minus 4 geht nicht. Lass uns was ausleihen. Also, und lass uns von den 5 Zehnern einen ausleihen. Das wird hier zu 13. Und aus 5 Zehnern werden dann nur noch 4 Zehner. So, jetzt überlegen wir uns, 4 minus 5, funktioniert das? Nee, auch nicht. Das heißt, von der 9 müssen wir uns ein ausleihen. Das heißt, aus den 900ern wird 1 ausgeliehen, wird hier zu 14. Und von 900ern bleiben nur noch 800er übrig. Jetzt kann ich aber alles schön miteinander subtrahieren. Also 13 minus 4 ist 9 und 14 minus 5 ist 9 und 8 minus 7 ist 1. So, die gleiche Aufgabe machen wir jetzt nochmal und zwar von links nach rechts, dass du die andere Methode einfach nochmal siehst. 953 minus 754. So, jetzt gehen wir von links los. Also 9 minus 7 würde gehen, wunderbar. 5 minus 5 würde auch gehen, ist zwar genau gleich groß, wäre 0, geht aber eigentlich. Und 3 minus 4 geht wieder nicht. Und jetzt müsste man wieder nach rechts uns aufmachen, hier die Zahlen entsprechend auszuleihen. Das heißt, wir würden genau das gleiche machen wie hier drüben auch schon, müssen wir aber nicht. So wie du jetzt kurz noch drüber nachdenken kannst, ist folgendermaßen. Grundsätzlich überleg dir erstmal, ist denn 754 kleiner wie 953, ja, das passt schon mal erst, oder? Dann kannst du dir überlegen, okay, wenn das der Fall ist, ist denn 53 größer wie 54? Nee, ist es eben nicht. Das heißt, für die 53 müsste ich mir schon was ausleihen und dann kann ich sagen, okay, dann leihe ich mir von der 9 einen aus, mache die 8 raus, mache hier die 15 draus, dann habe ich was Größeres und ist denn die 3 größer wie die 4? Nein, das heißt, da muss ich mir vor der 15 1 ausleihen. Ist hier 14, hoppala, ich muss mal wieder nach oben scrollen und kann dann hier meine 13 hinschreiben und dann habe ich auch schon wieder die Möglichkeit, hier alles sauber der Spalte nach
voneinander abzuziehen. Und zum Abschluss nehme ich dann noch die schöne Farbe 13 minus 4 ist 9 und 14 minus 5 ist 9 und 8 minus 7 ist 1. Und damit kommen wir zum gleichen Ergebnis. Ich hoffe, du hast das alles gut verstanden. Üb nochmal fleißig und viel Spaß dabei. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!